Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht nochmal um 2. Thessalonicher 2 und Dinge, die euch niemand sagt. Ich lese nochmal Vers 1, da steht, aber der Zukunft halben unseres Herrn Jesu Christi und unserer Versammlung zu ihm bitten wir euch, liebe Brüder, dass ihr euch nicht so bald bewegen lasst von eurem Sinn noch erschrecken, weder durch Geist noch durch Wort noch durch Brief als von uns gesandt, dass der Tag Christi vorhanden sei. Dieses Wort Zukunft, das heißt im Griechischen Parousia, ja? Das ist die Zukunft halten unseres Herrn Jesu Christi. Roger Libby hat gesagt, dass mit der Grenville-Sharp-Regel ausgesagt würde, dass dieser Tag der Zukunft unseres Herrn Jesu Christi und unsere Versammlung zu ihm hin, also die Entrückung, dass das dasselbe wäre. Also dass Paulus mit diesem Tag der Zukunft unseres Herrn Jesu Christi die Entrückung meine. Das ist aber in doppelter Hinsicht falsch. Die Grenville-Sharp-Regel sagt was anderes. Ich musste mich da auch erst einarbeiten. Ich habe die auch nicht gekannt. Aber die Grenville-Sharp-Regel sagt, dass diese beiden Hauptwörter die Person beschreiben, die da genannt ist. Das würde also bedeuten, dass die Ankunft und die Entrückung eine Eigenschaft Jesu Christi wären. Das ist aber keine Eigenschaft Jesu Christi. Er führt das aus. Das ist keine Eigenschaft seiner Person. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man die Grenville-Sharp-Regel nicht so anwenden darf, wie Libby das gemacht hat. Der hat nämlich gesagt, dass die beiden Hauptwörter das gleiche wären. Und das ist auch nicht der Fall nach Grenville-Sharp, sondern das sind unterschiedliche Beschreibungen, zwei unterschiedliche Beschreibungen ein und derselben Person in der Grenville-Sharp-Regel. Also das passt in doppelter Hinsicht hier nicht. Warum er das anwendet, weiß ich nicht. Vielleicht ist das öfter auch so gemacht worden. Wenn man die Grenville-Sharp-Regel liest, findet man ganz viele Stellen, die er da anführt als Beispiel. Aber die Stelle hier, diesen Vers in 2. Thessalonicher 2, Vers 1, führt er nicht an, erstaunlicherweise. Ja. Also das ist eine Argumentation, die nicht zulässig ist. Aber ich möchte euch noch auf was anderes hinweisen, und zwar dieses Wort, die Zukunft unseres Herrn Jesu Christi, dieses Wort Parousie, da könnte man auch sagen, die Ankunft, ja. In anderen Bibelübersetzungen steht die Ankunft Jesu Christi, wird übersetzt für dieses Wort Parousie. Das gibt es noch zweimal im gleichen Kapitel, und zwar einmal für Christus und einmal für den Antichrist. Einmal für den Antichrist in Vers 9. Ihm, dessen Zukunft oder dessen Ankunft geschieht nach der Wirkung des Satans mit allerlei lügenhaften Kräften und Zeichen und Wundern. Das gilt für den Antichristen. Und in Vers 8, ein Vers vorher, steht von der Parousie Christi. Da sagt Paulus, und alsdann wird der Boshafte offenbart werden, welchen der Herr umbringen wird mit dem Geist seines Mundes und wird durch die Erscheinung seiner Zukunft ihm ein Ende machen. Das ist das dritte Mal, dass dieses Wort Parousie vorkommt in diesem Abschnitt. Ja, und das sind die drei einzigen Stellen in diesem Abschnitt, auch in diesem Sinnzusammenhang, den Paulus hier behandelt. Also dreimal das Wort Parousie. Einmal in Vers 1, wo die Frage ist, wem ordnet man das zu? Welchem Tag? Ist das der Tag, wo Jesus Christus auf den Ölberg kommt und sein tausendjähriges Reich aufrichtet? Oder ist das der Tag der Entrückung? Das ist offen, das ist eigentlich hier zu klären. Ja? Dann haben wir noch zwei andere Stellen. Eine Stelle bezieht sich auf die Ankunft des Antichristen. In Vers 9, ihm dessen Zukunft geschieht nach der Wirkung des Satans. Das kann ja nicht gemeint sein hier in Vers 1. Und dann haben wir noch die andere Stelle in Vers 8, wo steht, dass Christus dem Antichristen durch die Erscheinung seiner Zukunft oder durch die Erscheinung seiner Ankunft ein Ende bereiten wird. Und das ist interessant, weil Paulus hier eine alttestamentliche Bibelstelle zitiert. Das ist auch das, was ich immer sage. Wir müssen das, was wir im Neuen Testament lesen, mit dem Alten Testament abgleichen. Warum? Weil zur Zeit, als Paulus das geschrieben hat, gab es noch gar kein Neues Testament. Ja? Paulus hat das also aus dem Alten Testament geschöpft. Und er sagt ja auch, dass er den Thessalonichern davon gesagt hatte, als er noch bei ihnen war. Ja, Vers 5, gedenkt ihr nicht daran, dass ich euch solches sagte, da ich noch bei euch war. Das heißt, Paulus hat damals mit den Thessalonichern das Alte Testament gelesen. Und diesen Vers hier, wo steht, dass der Herr ihn umbringen wird mit dem Geist seines Mundes, das ist aus Jesaja 11, Vers 4. Und das schauen wir uns mal an. Da steht nämlich vom Messias, von dem Christus, der kommen soll, ja. Da steht in Vers 4, sondern er wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande und wird mit dem Stab seines Mundes die Erde schlagen und jetzt kommt's und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Das ist das Zitat, was Paulus hier in Vers 8 anspricht, dass er nämlich sagt, dass der Herr den Antichristen umbringen wird mit dem Geist seines Mundes, steht hier in der Lutherbibel, im Neuen Testament. Und im Alten Testament steht hier, mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten wird. Das ist die Parallelstelle. Diese Parallelstelle bezieht sich aber auf die Zeit, wo eine Rute aufgehen wird vom Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen wird.
wo die Wölfe werden bei den Lämmern wohnen und die Parder bei den Böcken liegen. Ein kleiner Knabe wird Kälber und junge Löwen und Mastvieh miteinander treiben. Vers 9, man wird nirgend Schaden tun noch verderben auf meinem ganzen heiligen Berge, denn das Land ist voll Erkenntnis des Herrn, wie das Wasser das Meer bedeckt. Das ist dann, wenn Jesus Christus sein Königreich aufrichtet. Das ist eine ganz deutliche messianische Stelle für das tausendjährige Friedensreich, das Jesus Christus aufrichtet, in Jesaja 11. Und diese Stelle aus Jesaja 11, wo es darum geht, dass Jesus sein Friedensreich aufrichtet, das ist diese Stelle, wo hier in Vers 8 geschrieben steht, dass er den Antichristen umbringen wird mit dem Geist seines Mundes und wird durch die Erscheinung seiner Ankunft, seiner Parousie, ihm ein Ende machen. Das heißt also, Vers 8 deutet ganz deutlich auf die Zeit, wenn Jesus Christus den Antichristen tötet und sein tausendjähriges Friedensreich aufrichtet. Wo steht das? In Jesaja 11, Vers 4. Ja, und jetzt haben wir also für diese Stelle eine ganz klare zeitliche Einordnung. Und deswegen gehe ich davon aus, dass Paulus, wenn er dieses Wort Parousie einleitend für dieses ganze Kapitel hier verwendet, dass er dasselbe meint, ja, denselben Tag meint. Dass er sagt, der Ankunft unseres Herrn Jesu Christi, in Klammern Jesaja 11, und der Entrückung, unserer Entrückung zu ihm, bitten wir euch, lasst euch nicht durcheinander machen. Warum? Weil die beiden Tage zeitlich eng zusammenliegen. Aber sie sind nicht dasselbe. Und deswegen ist das, was wir hier lesen, etwas Komplizierteres als das, was man normalerweise da hineinlegt. Ja? Paulus sagt bezüglich der Ankunft Jesu Christi, wenn er nämlich kommt, um diese Gottlosigkeit zu beenden. Das ist der Tag, wenn Jesus Christus auf dem Ölberg wiederkommt. Dann wird er auch den Antichristen töten. Das heißt also, in Vers 1 spricht er sowohl von der Ankunft Jesu Christi auf dem Ölberg einerseits und von der Entrückung andererseits. Und er sagt, bezüglich dieser beiden Dinge, lasst euch nicht durcheinander machen, denn das ist noch nicht so weit, das kommt noch nicht. Das kommt erst dann, wenn der Antichrist aufgetreten ist. Warum? Naja, weil Christus den Antichristen ja mit dem Odem seiner Lippen töten wird. Also muss der Antichrist ja auch erstmal gekommen sein. Dieser gedankliche Zusammenhang, den wir in Kapitel 2 haben, der wird in Kapitel 1 schon entwickelt. Ja? Da schreibt nämlich auch Paulus, dass die Thessalonicher so unter Druck gesetzt haben, Pein leiden werden, das ewige Verderben vor dem Angesicht des Herrn und von seiner herrlichen Macht, wenn er kommen wird, dass er herrlich erscheine mit seinen Heiligen und wunderbar mit allen Gläubigen, denn unser Zeugnis an euch von diesem Tag habt ihr geglaubt. Da zitiert er auch Jesaja 11, Vers 4. Ja, das ist also der Tag, wenn Jesus Christus kommen wird und alle Gottlosigkeit von den Menschen abwenden wird. Und nachdem er das den Thessalonischern zum Trost geschrieben hat, dass er sagt, da wird mal Gericht geübt werden über das, was euch angetan worden ist, dann sagt er, wegen diesem Tag, nämlich der Ankunft Jesu Christi, so wie in Jesaja 11 beschrieben ist, lasst euch nicht durcheinander machen. Durch Brief oder durch Geist oder durch Wort, als ob von uns geschickt oder gesandt oder der Brief gefälscht gewesen ist. Sowohl die Entrückung als auch der Tag des Herrn kommen nicht so schnell. Ja? Dieser Tag des Herrn Jesu auf dem Ölberg, das ist erst am Ende der 70. Jahrwoche. Lasst es nicht durcheinander machen, als ob jetzt schon die Zeit dazu wäre. Meiner Meinung nach haben die Thessalonicher nicht so sehr Angst gehabt vor der Zeit. Ja? Man könnte hier auch sagen, statt dem Wort erschrecken, könnte man auch sagen, lasst euch nicht so schnell alarmieren. Da geht es um Alarm, ein Alarm, der gegeben worden ist. In Aufruhr und sicher auch in Unruhe bringen. Ja? So als ob jemand sagt, jetzt ist es soweit. Jetzt wird die Stadt Jerusalem angegriffen, dann wird dort Wiedergeburt geschehen, dann dauert es nicht mehr lang, dann kommt der Herr wieder. Paulus sagt, das ist noch nicht soweit. Warum? Weil der Abfall noch nicht da war, der Abfall des Nordreichs vom Südreich. Das Auseinanderbrechen Israels ist noch nicht gekommen und es ist auch noch nicht der Antichrist offenbart worden. Und der muss erst kommen, der wird aufgehalten von einem Vorläufer und dann kommt der Antichrist, ja, so wie Daniel 11 auch schreibt. Das sind komplizierte Verse und ich möchte die auch nochmal alle so Stück für Stück durchlesen, dass man die mal so in einem Zusammenhang hat. Paulus ruft die Thessalonicher zur Nüchternheit auf. Er sagt, seid nüchtern und seid wach. Ja, manche haben aufgehört zu arbeiten, sagt er, und geben sich unordentlichen Hantierungen hin, weil die gedacht haben, der Herr kommt jetzt jeden Tag wieder, da brauchen wir nicht mehr zu arbeiten. Ich kündige jetzt und warte nur noch auf das Kommen des Herrn. Und Paulus sagt, tut das nicht, ja, und lasst euch auch nicht durcheinander machen von Briefen oder so, die sagen, die Entrückung müsste jetzt jederzeit kommen.
Das ist nicht so. Da müssen noch vorher Dinge geschehen. Es ist unnüchtern zu glauben, dass die Entrückung jeden Tag geschehen könnte. Die Entrückung geschieht nicht so schnell. Die Entrückung geschieht spät. Ja? Und es ist sehr nüchtern, wenn man sich mit diesen Bibeltexten ergebnisoffen beschäftigt und weiß, dass da noch Dinge vorher kommen müssen. Wir sehen das ja auch. Also Israel ist plötzlich wieder da. Ja? Ich gehe davon aus, dass Israel auch wieder existieren muss, weil die Endzeitreden Jesu sonst gar nicht in Erfüllung gehen können. Aber das hat man in den Landeskirchen, hat man das über Jahrhunderte hinweg vollkommen in Abrede gestellt und gesagt, das Nächste, was kommt, ist die Entrückung. Ja, aber man sieht plötzlich, oh, da kommt ja Israel wieder. Na ja, klar, muss ja eigentlich auch sein, weil Jesus in Matthäus 24 ja von Jerusalem schreibt und von Juda und dass sie in die Berge Judas flüchten sollen und all diese Dinge. Dazu muss ja auch Israel überhaupt mal wieder existieren. Und man sieht also, je näher man an die Endzeit kommt, dass da noch Dinge vorher geschehen müssten. Eigentlich hätten die Landeskirchen über Jahrhunderte hinweg sagen müssen, ja, wir glauben an Jesus Christus und wir glauben auch, dass er wiederkommt. Aber bevor er wiederkommt, muss Israel wieder installiert worden sein. Ja, das wäre eigentlich eine Verkündigung gewesen, die der Bibel gemäß gewesen wäre. Heute geht man auch wieder dazu über, sehr unnüchtern zu sagen, ja, es muss jetzt vorher nichts mehr passieren, sondern Jesus kommt unmittelbar, jeden Tag kann er kommen. Das ist unnüchtern. Könnt das ja mal ausprobieren. Es gibt ja viele Leute, die das tun, ja, und sagen, wir warten jetzt täglich auf die Wiederkunft Jesu Christi und die Naherwartung, die ist uns ja auch vorgegeben. Das steht hier nirgendwo, ja, dass uns das vorgegeben wäre. Wir haben die Naherwartung, ja. Ich habe auch eine Naherwartung, aber meine Naherwartung heißt nicht Tag für Tag, sondern meine Naherwartung orientiert sich an den biblischen Zeiträumen, die uns hier vorgegeben werden. Und die sind halt länger als unser Leben, was 70 oder 80 oder 90 Jahre währt, ja. Ich wollte euch das nur zeigen, dieses Wort Parousie, Ankunft Jesu Christi oder in meiner Bibel Zukunft Jesu Christi kommt dreimal vor. Einmal ist es zunächst mal undeutlich, wann dieser Zeitpunkt ist, der Ankunft Jesu Christi und was genau Paulus damit meint. Und dann kommt dieses Wort Ankunft oder Parousie noch zweimal vor im gleichen Text, im selben Sinnzusammenhang, einmal für die Ankunft des Antichristen und einmal für die Ankunft Christi. Die Ankunft des Antichristen kann in Vers 1 nicht gemeint sein, aber die Ankunft Jesu Christi, die Paulus dann in diesem Vers 8 hier erwähnt, das ist ein Zitat aus Jesaja 11, Vers 4. Und in Jesaja 11, Vers 4 wird beschrieben, wie Jesus Christus das Königreich Jesu Christi, das tausendjährige Reich, aufrichtet. Und damit haben wir aus dem Alten Testament dann eine zeitliche Einordnung und können dann auch verstehen, was in Vers 1 mit der Ankunft unseres Herrn Jesus Christus gemeint ist. Und es ist nicht so, dass die Grenville-Sharp-Regel da irgendetwas regeln könnte, weil die ist überhaupt nicht anzuwenden, weil auch der grammatikalische Aufbau dieses Satzes das nicht hergibt, weil die Regel da falsch angewendet wird und auch was ganz anderes sagen will. Ja, die will ja die Person näher beschreiben und nicht aussagen, dass die zwei Ereignisse ein und dasselbe wären. Soweit mal hier in aller Kürze. Ich hoffe, das war halbwegs verständlich. Ich finde das wichtig, dass man das sieht und dass man das vor allem mit dem Alten Testament in Verbindung bringt. Weil sonst legt man hier Inhalte in diese Verse rein, die da überhaupt nicht drinstehen, die da gar nicht in diesem Text enthalten sind und biegt die sich so um und baut die sich so zusammen, wie man das möchte. Die falsche Lehre, die Paulus hier brandmarkt, die sagt aus, dass die Entrückung sofort wäre. Für die Thessalonicher, dass sie alarmiert waren, dass das jetzt alles sofort läuft, ja. Die richtige Lehre sagt, nein, da kommt noch etwas vorher, da kommt noch vorher das Auseinanderbrechen Israels, was er hier mit Abfall bezeichnet, Apostasie. Und da kommt auch vorher noch die Wiedergeburt Jerusalems, die Paulus hier als den Tag des Herrn bezeichnet, in Vers 2, wo er Bezug nimmt auf 1. Thessalonicher 5, wo er auch schon mal vom Tag des Herrn schreibt, dass dieser Tag kommt wie ein Dieb in der Nacht und dass sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr und dass sie dann das Unheil schnell übereilen wird. Wie der Schmerz eine schwangere Frau, da geht es um Schwangerschaft, eine Frau, um Wehen. Und wir haben gesehen, diese Wehen sind die Wehen der Tochter Zion, der Stadt Jerusalem, wenn sie in der Endzeit belagert wird und dann zum Glauben an Jesus Christus kommt. Also ich hoffe, das war so ein bisschen verständlich und ein kleiner Überblick oder so ein Punkt, den man mal einfach hier in diesen Versen mal so nachgehen kann und nachgraben kann. Ihr könnt das gerne nachlesen in Jesaja, dann zieht die Linien da und dann versteht ihr, dass es hier eigentlich um was ganz anderes geht, als das, was immer in den Text hineingelegt wird. Mir ist das sehr, sehr, sehr wichtig, weil sonst so viele unbiblische Vorstellungen darüber grassieren und 99,9% der Christen glauben,
dass es hier um die Entrückung ging und dass dort die Vorentrückung argumentiert würde. Aber Paulus schreibt hier über etwas vollkommen anderes. Wen das interessiert, der kann gerne die Videos anschauen. Ich mache hier oben einen Link rein. Ja? Ich mache da so einen Link hier oben. Da steht vom Thessalonischer Brief habe ich dann eine Auslegung oder einige Auslegungen zugemacht, die ihr gerne anschauen könnt, dass man so ein bisschen verstehen kann, worüber dieser Brief eigentlich redet. Das ist ein großes Geheimnis, wovon Paulus hier spricht. Und durch die Kenntnis von der Wiedergeburt Jerusalems können wir verstehen, was Paulus hier tut. Ja? Das finde ich etwas Großartiges. Ja? Das alarmiert mich. Und vielleicht alarmiert euch das auch, dass plötzlich durch diese Kenntnis von der Wiedergeburt Jerusalems so umstrittene Texte wie 2. Thessalonicher 2 in einem ganz neuen Licht erstrahlen. Gut, so weit mal bis hierhin. Ich danke sehr fürs Einschalten, wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.